Hallo zusammen, heute machen wir diese unglaublich gut aussehende American Beef Short Ribs. Zeit, den Grill anzuschmeißen. Das heutige Rezept kommt mit drei Zutaten aus. Ich liebe sowas. Wir starten mit dieser 1,5 Kilogramm schweren Shortloin-Rippe vom American Beef, geschlachtet und zerlegt in den USA. Das ist von gourmetfleisch.de. Ich verlinke euch das mal unten drunter. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das mal anschauen. So, man nimmt das jetzt hier aus dem Vakuum heraus und es kommt raus eine wunderschöne Rippe mit, ihr seht das schon, mit tollem Fleisch und einer tollen Marmorierung vor allen Dingen. Ich zeige euch das jetzt mal gerade. So sieht die Rückseite aus. Ja, und hier ist die Marmorierung. Und das ist wirklich unglaublich toll. So, eine Silberhaut gibt es nicht. Das heißt, normalerweise würde man jetzt sagen, dass man auch bei diesen Rippchen die Silberhaut noch entfernen müsste. Die ist jetzt hier bereits schon weg. Von daher können wir uns direkt ans Marinieren machen. Wird heute nicht lange rumgefackelt. Wir nehmen hier eine ordentliche Portion Jack and Smoke. Das ist die Pfeffer- und Salzmischung, die ich gemeinsam mit der Spice Bar in Kooperation erstellt habe. Das ist Whisky-Pfeffer, Rauchsalz und rosa Beeren. Das kann man hier ruhig in großen Stile zur Anwendung bringen und einmal unsere Rippe von beiden Seiten ordentlich damit besprenkeln. Ich stehe bei Rinderrippen ganz besonders eigentlich auch eher auf puristische Sachen. Ich habe auch schon andere Texas Dalmatian Rubs genommen, wo es einfach nur Salz und Pfeffer und vielleicht ein bisschen Knoblauch und Zwiebelpulver noch mit rein und schwuppdiwupp erhält man am Ende ein gutes Ergebnis. So, wir haben den Broiking Keg vorgeheizt. 110 Grad. Wie man das im Übrigen macht, habe ich mal in einem separaten Video am vergangenen Dienstag für euch zusammengefasst. Ich verlinke euch das mal am Ende, wenn ihr Bock habt, das Video mal anzugucken, könnt ihr das gerne machen. Da erläutere ich die wesentlichen Funktionalitäten für Low und Slow und erkläre, wie man den so einstellen muss. Ja, dann nehmen wir hier etwas Lagerbier. Das hat so eine schöne goldene Farbe, so einen schönen Malzgeschmack und das ist perfekt. Und hier werden wir über die kommende Garzeit von unseren Short Ribs immer mal wieder ja, die Rippchen von außen damit bepinseln. So sieht jetzt die Rippe nach gut und gerne 2,5 Stunden aus. Und das ist auch der Moment, wo wir erstmalig einmal so eine Glasur oben drüber geben. Das Ganze wiederholen wir jetzt. Ich sag mal so jede Dreiviertelstunde, das passiert dann am Ende noch so 2 bis 3 Mal, bis dann unsere Rinderrippchen fertig sind. Wir haben uns insgesamt eine Garzeit von 6 Stunden vorgenommen, wo wir dann bei 110 Grad Deckelthermometer diese Rippchen immer wieder halt garen und immer wieder zwischendurch mit diesem Bier bepinseln. Auch wenn es sich hier nur um kleinere Mengenangaben handelt, natürlich schreibe ich euch das trotzdem wie immer unten in die Videobeschreibung. Würde mich also freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Dort gibt es auch noch den ein oder anderen sinnvollen Link, den man auch so nochmal gebrauchen kann oder wo es sich lohnt, nochmal vorbeizuschauen. So, ja, viel hilft, viel an der Stelle. Ich glaube, ich habe am Ende so 200 bis 250 Milliliter über diese Rippe verteilt. Jetzt schließen wir auch den Deckel nochmal und lassen es noch etwas weiter garen und dann können wir auch irgendwann unsere Rippe vom Grill nehmen. Bei diesen Ribs finde ich es immer wieder erstaunlich, wie viel Fleisch vorne drauf ist und wie sich das dann über die Garzeit hinweg vom Knochen zurückzieht. Das sieht schon sehr spektakulär aus, hat so was Rustikales, darauf stehe ich total. So, nach 6 Stunden nehmen wir das Ganze jetzt runter und ja, wollen dann natürlich auch mal anschneiden und dann wollte ich euch mal zeigen, wie ich die Dinge eigentlich zerlege. Viele von euch haben in der Vergangenheit bei diesen Arten von Rezepten immer moniert, dass es sich hier um besonders fettiges Fleisch handelt mit einem hohen Fettanteil. Also man sieht das natürlich schon hier, das ist sehr saftig innen drinnen noch, das trotz der Garzeit von 6 Stunden. Natürlich ist da ein Effekt dabei, dass es innen drin so kleine Fettschichten gibt. Man muss aber sagen, dass bei diesen Shortloins hier insgesamt der Anteil verhältnismäßig überschaubar ist. Natürlich möchte ich trotzdem auf den Wunsch eingehen und zeige euch gleich mal, wie ich die Dinger dann nachher noch einzeln zerlege und wie ich mich von diesen Fettschichten dann dementsprechend trenne, weil das oftmals für den einen oder anderen Zuschauer in der Vergangenheit ein K.O.-Kriterium war, warum er diese Rippchen nicht gekauft hat. Ich finde, die vom Geschmack her sind die sensationell gut. Ich stehe total drauf, wenn die Sachen so lange im
im Grill gegart sind und ich habe jetzt am Ende eine tolle Kruste aus einer Salz-Pfeffer-Marinade mit so einem leichten Lagerbier-Touch. Also für mich gibt es da kaum was Besseres. Da ist jetzt nicht viel Soße drauf oder so und das ist schon cool. So und ja, und ich fange jetzt eigentlich nur an, sukzessive das Ganze in so kleine Würfel zu schneiden. Und diese Würfel, wenn man die schneiden möchte, dann hilft das eigentlich immer, weil man oben und unten immer so ein klein bisschen zwischen diesen Fettschichten einschneiden kann. Und man kann dann im Prinzip die Teile wegschneiden, die man nicht gerne hätte. Wenn man weniger Fett möchte, kann man sich einfach trennen. Wie gesagt, hier geht das sogar, da ist gar nicht so viel Fett. Da kannst du eigentlich im Prinzip das Ganze einmal so durchwürfeln und dann war es das schon. Naja, auf jeden Fall würde mich mal freuen, wenn ihr das mal nachmacht. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, ob das jetzt besser funktionieren würde bei euch mit Beef Ribs und wie eure Meinung dazu ist. Ich probiere jetzt gleich mal so einen Teil. Falls ihr noch nicht Abonnent seid von 0815 Barbecue, würde ich mich freuen, wenn ihr das jetzt nachholt. Ihr verpasst so keine Folge mehr und es geht auch am Samstag direkt schon wieder weiter mit einem coolen Rezept. Ja, sieht gut aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin raus. Euer Markus.